als Erzieherin oder Erzieher in Königs Wusterhausen arbeiten. Wir gehen viel spazieren. Die Stadt kümmert sich. Nach der Ausbildung möchte ich auf jeden Fall Erzieher hier bleiben. Das wäre doch was. Königs Wusterhausen hat Geschichte, eine königliche und eine Rundfunkgeschichte. Der Ort liegt kurz vor Berlin, mitten im Grünen. Egal wo in Königs Wusterhausen ich bin, wenn ich möchte, dann bin ich in 10 Minuten zu Fuß irgendwo in der Natur gelandet, im Wald oder auf der Wiese. Königs Wusterhausen bietet viel für Kinder. Tolle Veranstaltungen, City-Kinderfest oder jetzt die Höfenacht im Sommer. Und dazu? In weniger als 30 Minuten kommt man von hier nach Berlin-Mitte. All das macht Königs Wusterhausen als Wohnort so beliebt. Die Stadt wächst, immer mehr Kinder leben hier und die sollen gut betreut werden. Die Versorgung mit ausreichenden Kita- und Hortplätzen hat absolute Priorität bei uns im Rathaus. Zwei Ziele sind dabei zentral. Die bestmögliche Erzieherausbildung junger Menschen und Quereinsteiger und die stete Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Kitas und Horten. Die Zusammenarbeit mit den Rathausmitarbeitern gestaltet sich von meiner persönlichen Sicht aus sehr, sehr positiv. Ob Rettungsschwimmerlehrgänge oder Geräte wie dieser 3D-Drucker. Ist das pädagogische Konzept zu solchen Anfragen gut, so kommt aus dem Rathaus schnell eine Genehmigung. Zudem nimmt die Stadt viel Geld in die Hand für fachliche Weiterbildungen, die zu den Interessen des Kita-Personals passen. Wenn jemand besonders musikalisch ist zum Beispiel oder sportbegeistert ist, dann wünschen wir uns natürlich auch, dass sie diese Vorliebe den Kindern vermitteln. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir in der Nähe von Berlin sind, wo es viele Fortbildungsangebote für Erzieher gibt. Aus dem Rathaus kommt auch pädagogische Hilfe. Wir versuchen natürlich stets, die Rahmenbedingungen zu optimieren und haben auch seit einiger Zeit jetzt schon eine trägereigene Fachberatung installiert. Regelmäßig treffen sich auch die Kita- und Hortleitungen mit der pädagogischen Fachberatung, um zum Beispiel Erfahrungen im Bereich der Digitalisierung auszutauschen. Schon jetzt können in fast allen unserer Einrichtungen die Kinder digital an- und abgemeldet werden. Wir haben weniger Zettelwirtschaft, wir haben bessere Kommunikation mit den Eltern. In Königs Wusterhausen wird auf die berufsbegleitende Ausbildung gesetzt. Es ist schon was Besonderes, weil die Auszubildenden ihr erstes Gehalt schon bekommen und nicht nur eine schulische Ausbildung haben. Die kriegen von den Kollegen hier die Freiheit, sich einzubringen in der Interaktion mit den Kindern, sich auch schon in der Interaktion mit den Eltern zu üben. Ich habe mich auch direkt sehr ernst genommen gefühlt, dass man mir zuhört und mal darüber nachdenkt oder überlegt, okay, das können wir jetzt so machen, das ist eine gute Idee. Die Auszubildenden genießen bereits all die Vorteile, die der öffentliche Dienst bietet. Zudem werden sie für ihr 200-stündiges Pflichtpraktikum in einem bisher fremden Tätigkeitsfeld in einer anderen Einrichtung von der Stadt bezahlt freigestellt. Königs Wusterhausen wächst, die Kinder wollen wachsen, die Verwaltung wächst und wir wachsen an unseren Aufgaben. Haben Sie teil, machen Sie mit, gestalten Sie diesen Wachstum mit. Wir suchen Sie, wir brauchen Sie hier in unserer wunderschönen Stadt Königs Wusterhausen. Sie möchten hier leben und hier arbeiten, als Erzieherin oder Erzieher oder eine Ausbildung dazu angehen? Alle Infos dazu finden Sie auf jobs-kw.de.